Oh, shit. Du nimmst auf. Okay. Was? Dann geh mal rein. Hallo. Folgendes, ich habe um 21:56 Uhr habe ich einen McGregor Chicken Caesar bestellt, okay? Ich packe nicht mal so aus, die eine Tomate fällt runter. Alles nicht weiter schlimm. Ich packe den McWrap aus, der McWrap ist halt reingerollt in die Verpackung, okay? Dann habe ich hier angerufen, dann hieß es, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, verpiss dich, okay? Als ich hier angerufen habe. Und deswegen wollte ich fragen, ich weiß nicht, kann da irgendwas gefixt werden oder gehört sich das? Es war eine Frau mit osteuropäischem Akzent, das was ich sagen kann. Ich habe hier angerufen unter der Nummer, ich weiß nicht, eine Dame mit. Genau. Und da hieß es immer, verpiss dich, oder? Deswegen wollte ich da fragen, was es damit auf sich hat. Und die Dame hat dem halt, die hat dem halt gedacht, ich mache ihnen so einen Scherzanruf. Weil ich habe das nicht mal zu Hause ausgepackt, ich bin mal kurz von Etting. Ne? Habe ich das nicht mal gegessen, habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt bestimmt bald Feierabend, dann denkt sie, die kann ich mal ein paar Leute verarschen. Deswegen bin ich zurückgefahren, um mich zu beschweren. Wer weiß, ob ihr das bei anderen Leuten auch abzieht. Das ist, ne? Anscheinend macht ihr das ja gerne regelmäßig. Und das Ding ist halt, in Deutschland gibt es freie Jobräume. Man kann sich den Job aussuchen. Keiner hält einem die Waffe im Kopf. Das ist, ne? Ja, deswegen auch. Hallo. Ja, genau, ich habe davor, ich habe einen McWrap Chicken Caesar gekauft, okay? Und Ah, sieht man das? Ja. Warum habe ich sie verarscht? Es ist nur am Boden gefallen. Nein, ich hab ihn ausgepackt, okay? Und es existiert ja Schwerkraft und die Tomate ist runtergefallen. Ich hab ihn noch nicht mal ganz ausgepackt. Und dann habe ich ihn weiter ausgerollt. Und sehe ich, die halbe Verpackung ist im McWrap selbst drin. Okay. Ja? Und warum sollte ich sie? Also Sie haben das. Das ist mir schon klar, aber das Ding. Aber die Frage, der Ton macht ja die Musik. Die Frage ist, warum sind Sie beleidigt geworden? Das ist ja meine Frage. Sie hätten ja sagen können. Eine Geschichte. Ja. Das ist eine Geschichte, die mir wirklich passiert ist. Nicht fiktiv. Ja, aber allgemein, das hätte man besser handeln können. Sie hätten sagen können, ich glaube Ihnen nicht. Wissen Sie, ich meine, das hätte alles. Okay, ja. Aber ich bin immer mal kurz von Etting, halbe Stunde mit dem Fahrrad. Aber wie bin ich? Aber das ist das Ding, ich bin simpler Kunde. Ich habe das nicht gelernt, wie ich mich als Kunde akkurat beschwere. Weiß ich mal. Ja? Und das Ding ist, ich bin mal kurz von Etting noch mal eine halbe Stunde hergefahren, weil ich dachte mir. Deswegen, ich dachte mir, irgendjemand hat jetzt Feierabend, sagt die ganze Zeit zu jedem Kunden, verpiss dich, du Wichser, du Arschloch, ne? Denke mir auch, was soll die Scheiße, das kann nicht anliegen. Und wenn die Person jetzt einfach Feierabend hat, dann macht die das morgen wieder und übermorgen wieder. Weißt du, ja? Nee, deswegen. Ich weiß, weil ich habe schon einen gehabt. Okay, ja. Ich habe schon hier gearbeitet. Und darum brauche ich nur, dass der letzte Mal sieht. Ich weiß, es ist nicht der angenehmste Job. Die eine Tomate ist alles okay, ne? Aber wenn die Verpackung da drin ist, dann. Ich bin ein relativ aber Ich habe nie gehört.
Also warnen wir jetzt, darf nicht einfach. Ein Punkt hätte ich dann noch, dann kommt er noch hinzu, ich wollte ja extra noch meine Nummer angeben. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte mich extra identifizieren, dass ich bin, weil ich nicht irgendeinen Scherz mache. Okay, das ist interessant, weil. Okay, ja. Die Nummer ist nur, wenn ich rausgehe. Ja, weil ich weiß, vor ein, zwei Jahren hatte ich schon mal was. Ich habe mich beschwert, einen Tag später. Und dann hieß es, ich bin selbst schuld, weil ich habe mich einen Tag später beschwert. Die Maschinen. Genau, und das 3 Stunden, dann wird alles gelöscht. Das ist natürlich. Seit 1970 gibt es 3 Stunden, hat man mir gesagt. Und es gibt ja seit 1970 gibt es Festplatten, wisst ihr, ich meine? Und da kann man Daten drauf speichern für Jahrzehnte. Deswegen. No. Ich weiß, ich weiß doch. So. Deswegen wollte ich halt extra, wissen, ich habe extra mit der Karte gezahlt, da steht mein Name. Zum Mitnehmen, ja. Das super. Oh, gerne, sage ich niemand. Danke fürs. Ja, danke fürs. So gut lösen. Ja. Aber ja. So, kein Problem. Mario, super. Dankeschön. Danke, danke. Weil ich weiß auch, ab und zu passieren Fehler und geht am Hetzen. Ja. Und es ist auch Wochenende, es ist, ich weiß, wie Kunden sind. Hallo, ja. Das ist geil. Ja. Perfekt. Danke, danke. Ja, okay. Schönen Abend noch. Tschüss.